Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Starfield. Ich bin mal zu diesem großen Turm gelaufen, den es da immer im Hintergrund gab. Mal gucken, was wir hier so finden. Das war die falsche Taste, ich wollte auf die Taste drücken. Scheint es aber nicht so viel zu geben. Gut, dann ist das halt so. Okay, da wächst irgendwas hoch. Gucken, was das ist. Sieht ungesund aus. Nun gut. Dann war das ja... Ah nee, da drüben ist noch was. Steht da ja noch? Ah, hier ist ein Anzug. Die schieße Anzug. Die Munition nehme ich gerne, danke. Nee. Nichts zu essen, Buber, der nicht geht. Einen schlechten Helm. Ist jemand daheim? Nee, ist auch schon lange keiner mehr gewesen wahrscheinlich. Wie das aussieht. Ein paar Credits gibt's. Gibt's hier. Mach ich jetzt auch einfach. Egal. Ist das ein Messer? Man kann das auch werfen. Okay. Okay. Na, das ist gut. Das hat sich doch schon mal gelohnt. Okay, hier gibt es nichts weiter. Dann gehen wir wieder raus. Gut. Oh ja, da ist noch was. Was haben wir hier Schönes? Nichts. Es hat sich von hier unten nach oben gearbeitet. Aber was das ist, weiß keiner wahrscheinlich, wa? Okay. Wer denn hier? Niemand kann die Crimson Fleet stoppen. Wo kommst du denn her? Da hinten ist auch noch irgendwas. Was ist denn da hinten? Ach, da wollte ich eigentlich auch hin. Okay. Dann gehen wir da mal hin. Okay. Aber, wie eben schon, das Gelatsche bis dahin, das ziehe ich mal raus. Das interessiert ihr keinen. Bis gleich. Okay, wir sind gleich da.
Na, die Credits nehme ich doch gerne. So. Das sieht aus wie eine Baustelle für eine Stadt oder irgendwas. Oh, irgendwelche Industriegebäude oder sowas. Ach, das ist das, was wir gesehen haben, die Lichter. Was ist das? Vor allen Dingen, wer hüpft hier rum? Ich hoffe nicht die Crimson Fleet, hätte ich keinen Bock drauf jetzt. Wir wollten wegmachen. Wahrscheinlich dürfte gar kein. Ah, das sind Pflanzen. Okay. Das ist ein Gewächshaus. Ich wäre nicht auf die Idee gekommen, die niedrige Schwerkraft auf diese Weise zu nutzen. Clever. Schon länger tot. Sind anscheinend überfallen worden oder so. Wenn es nur von den Tieren war. Nee, da ballert noch irgendjemand. Man darf nichts Nützliches zurücklassen. So sieht's aus. Irgendjemand hat hier gerade geballert. Da läuft ein Vieh. Ist doch gar keiner. Ah, hier. Selbstschuss hat er weggeballert. Die sind aber schon länger tot. Okay, ist nichts weiter. Lass mal hier oben gucken. In den Hallen. Die Waffe ist gut, gefällt mir. Kann das sein, dass die Viecher von den Pflanzen angelockt wurden? Beeindruckende Erzeugnisse. Allerdings muss alles vom Planeten geschafft werden, was sehr teuer ist. Ich glaube, du lastest dir da zu viel auf. Das habe ich ganz wortwörtlich. Schon fast gedacht, dass das jetzt kommt. Klappe. Wir sind überfallen worden, wie gesagt, oder? Die Viecher haben sie hingehimmelt. Scheiben gehen nicht kaputt, okay.
Oh, das ist ein besserer Helm. Den nicht auf jeden Fall. Ist noch was Gutes drin gewesen? Okay. Wir gucken gleich mal, was wir da Schönes bekommen haben. Jetzt ist mal genommen, das mit Pac-Man. Wie ist auch keine Nachrichten oder irgendwas, dass man mal so eine Hintergrundgeschichte dazu erfährt. Was hier los ist, los war. Ob er lassen Shift auswählen. Oh. Da kommen wir. Guck mal doch mal hier. Nee, hier ist nichts auf dem Landeplatz. Ja, da gucken wir uns das mal das an, was wir gerade bekommen haben. Das ist nicht besser als das, was wir haben. Schade. Aber der ist besser. Den hier auf, gell? Ja, den hatte ich auf. Ja, gut. Nee, da behalten wir den erstmal. Okay. Na dann gehen wir mal weiter. Ja, ich weiß auch, dass ich zu viel dabei habe. Noch jemand? Der hat sich aber schön gedreht. War was Wertvolles dabei? Jo, was? Man soll's nicht meinen, er hat ein Herz dabei gehabt. Eine Minigun. Ist klar. Du brauchst die ja nicht mehr, gell? Oder? Irgendwas nölt hier. Wo? Ist doch gar nicht. Was hast denn du geschossen? Du besiegst mich nicht. Das ist doch schon wieder heimlich, oder? Da bist du. Zeig, was du kannst. Hat er gezeigt. Er konnte nichts. So, ich muss jetzt die Minigun angucken.
So, zeig mal die Rüstung. Ist die besser? Nein. Lass mich alles. Die hier? Auch nicht. Die Waffe war auch scheiße. Okay. Ich bin auch gerne auf alles vorbereitet, aber irgendwann ist einfach Schluss, oder? Ach Quatsch. Man kann nie genug dabei haben. Ist auch nix. Das haben wir schon geplündert, gell? Haben wir nicht geplündert? Hallo, ist. Haben wir schon. Klopf, klopf, ist noch jemand da? Was zum Henker war das denn jetzt gerade? Habt ihr gerade nach draußen gepackt? Ich glaube, der ist gerade rausgepackt. Wo ist er hin? Okay, Minigun ist scheiße, aber. Komm rein, komm. Hier drin ist trocken. Nicht, dann bleib halt da, wo du bist. Gut, wir nehmen jetzt die. Ich hätte mein... Oh, da. Hier spricht die leitende Botanikerin Marie Tikhoff. Die erste Keimung ist 15 Tage her. Unsere Theorie war stets dieselbe. In Mikrogravitation gezüchtete Pflanzen müssten ein Vielfaches ihrer irdischen Größe erreichen. Man stelle sich vor, riesige Erträge dank niedriger Gravitation. Das Leben in den besiedelten Systemen wäre völlig verändert. Nach 10 Jahren haben wir vielleicht endlich Erfolg. Wir haben eine Welt mit niedriger Gravitation und der richtigen Bodenbeschaffenheit entdeckt. Die Keimlinge wachsen so schnell, dass wir schon ein Dutzend in die Lagerhäuser umgepflanzt haben. Das ist die spannendste Zeit in unserer jahrelangen Forschung. Okay. Oh, wie viel noch mehr? Hier spricht die leitende Botanikerin Marie Tikhoff. Die erste Keimung ist 48 Tage her. Mehrere Teammitglieder haben lokale Fauna am Horizont gesichtet. Das ist beunruhigend. Wir wählten den Ort, weil wir ihn für tot hielten. Wir hatten nur auf der anderen Planetenseite Leben registriert. Aber wir hatten keine Zeit, einen vollen Zyklus zu beobachten. Vielleicht migriert die Fauna auf dem Planeten? Wenn diese Kreaturen entdecken, was wir hier anbauen, ich weiß nicht, wie wir sie aufhalten können. Gar nicht. Hier spricht die leitende Botanikerin Marie Tikhoff. Die erste Keimung ist 44 Tage her. Die Pflanzen tragen jetzt Früchte und die Ergebnisse sind spektakulär.
Die größten Exemplare sind über einen Meter lang und weisen das Zehnfache des normalen Nährwerts auf. Wir glauben, dass die Erde auf dieser Welt ein Hauptgrund für so ein Wachstum ist. Wir haben sie chemisch analysiert und glauben, wir können sie auf anderen Planeten nachbilden. Ich habe die Ergebnisse für spätere Forschungen auf diesem Gerät gespeichert. Das ist gut. Nur leider hast du es nicht geschafft. Denn die hiesige Fauna hat sich gedacht... Die Arbeit hier kam offenbar abrupt zum Erliegen. Welch ein Pech. Aber vielleicht können wir noch etwas nutzen. Der Radmann war mich hier durch die Gegend watschel. Bestimmt nicht, weil mir langweilig ist. Können wir eigentlich was kochen? Ein Alien-Sandwich können wir machen. Sehr schön. Geht aber auch nichts. Ach, ich wollte nicht da drauf drücken. Ach, verdammt. Und was habe ich jetzt bekommen? Nicht. Cool. Scam. Es sieht noch gut aus. Es scheint auch nicht zu schimmeln hier. Ist wieder raus, okay. Dann gehen wir hoch. Anzugsmodifikation. Sehr schön. Extra Kapazität. Und was bringt extra Kapazität? Erhöht Trage um 10 Kilo. Will ich haben. Darf ich aber noch nicht. Gut, dann nicht. Die Menschen hier waren nicht auf Begegnungen mit Feinden vorbereitet. Daher haben sie nicht überlebt. Tja. Wir müssen nicht die ganze Galaxie mit uns herumschleppen. Warum nicht? Die ist immer so gemein zu mir. Ich darf niemanden Scheiß mitschleppen. Ja, das passt. Das wird aber auch passen. So, jetzt machen wir erstmal hier oben. Okay, wenn zwei einer. Einmal. Nee, das war ja, habe ich ja gedrückt gehabt. Zweimal. So. Dann zeig mal her. Wo passt der denn? Du würdest hier passen, okay. Der passt nur unten, der würde nur hier oben passen. Na, dann nehmen wir den schon mal. Da und da und da drüben und drüben. Das und das.
Perfekt. So, jetzt geht's hier nur das Rätselspiel los. Dann würde das sein, aber das bringt uns nicht viel. Das auch nicht. Der Dreier wäre das, da bräuchten wir das hier. Ja, aber das würde nur da passen. Toll. Hat sicher nicht gelohnt. So, was haben wir da eigentlich bekommen gehabt eben? Nur Schnulli. Gut. Der konnte hier zusehen, wie sie draußen sterben. Cool. Und hat nichts gemacht. Ah. Er ist aber auch. Okay. Das ist auch nichts, okay. Und du hattest auch nichts dabei. Gut, dann sind wir hier durch, würde ich sagen, wa? Was, selbst wenn jetzt nicht die Viecher angegriffen hätten, jetzt irgendjemand anderes gekommen wäre und hätte die überfallen, hätten die auch nichts machen können, ne? Hm. Und den bräuchten wir zwei Eimer. Oh, das passt auch hier oben. Okay. Bräuchte man nur einen Einer. Würde ich hier das nehmen, oder? Hätten wir nämlich schon mal ein bisschen was gespart. So, da und da könnten wir nochmal einen Einer benutzen. Der passt nicht, der passt aber da unten. Und zwar passt der so und dann noch ein Einer. Perfekt, das machen wir. Das war ja einfach. Waren wir hier schon? Ja, hier waren wir schon. Dann kennen wir es. Gut. Dann würde ich sagen, schade, dass wir nicht unser Raumschiff hier herrufen können. Wie geht denn das nicht? Das ist doch elb. Egal. So, dann. Achso. Ich vergaß. Bin ja belastet. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich renne jetzt wieder zurück zu unserem Hauptziel. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Euch eine wunderschöne Woche noch. Und bis zum nächsten Mal. Euer Gonrock. Bye, bye.